Leute, heute stelle ich euch das Plugin Bungee Report vor. Bungee Report ist ein Report-Plugin für Bungee Code. Deswegen wird es auch in den Bungee Code Plugin-Ordner installiert. Sobald das Spiel reportet wurde, bekommen alle Teammitglieder auf allen Servern eine Nachricht, dass dieser Spieler reportet wurde und auf welchen Server er reportet wurde. Das bedeutet, das Teammitglied weiß gleich, auf welchen Server es switchen muss, um den Spieler zu beobachten, ob der auch wirklich hackt. Und da würde ich sagen, installieren wir das Plugin mal. Wenn wir das Plugin installiert haben, bildet sich hier ein Ordner. Dort gehen wir mal rein. In diesem Ordner ist eine Config.ml, dort gehen wir auch mal rein. So, jetzt sind wir in der Config.ml. Hier könnt ihr die Messages umdeutschen, wie ich das immer nenne. Und hier unten könnt ihr einen Cooldown einstellen, wie oft man in Sekunden einen Spieler reporten darf. Na, würde ich sagen, sehen wir uns gleich ingame wieder. So, jetzt sind wir ingame. Wenn ich jetzt einen Spieler reporten will, gebe ich einfach folgendes ein. /report, einen Spielernamen, in dem Fall jetzt mal Manungan. Also ich reporte mich jetzt sozusagen selber und dann einen Grund, warum ich denjenigen report, zum Beispiel Hacking. Und dann bekommen wir hier die Nachricht, dass wir Manogun wegen Hacking reportet haben. Und dann bekommen alle Teammitglieder die Nachricht, dass Manogun wegen Hacking reportet hat auf dem Server Lobby. So heißt das Server, auf dem ich gerade bin. Das kann man auch mit /server sehen. Ich bin momentan zum Server Lobby verbunden. Ich kann auch nur Spiele reporten, die momentan auf dem Netzwerk online sind. Ja, und dann war es jetzt auch schon von dieser Plugin-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich immer über Like und Abo freuen. Und dann würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.